Hallo und herzlich willkommen im Hundezentrum Meschede, der Platz für Menschen mit Hund. Ganz neu auf unserer Homepage haben wir für euch einige Trainingsvideos zusammengestellt, bei denen ihr das zu Lernende einmal anschauen könnt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lernen und Nachmachen mit eurem Hund. Beim Handtargettraining soll der Hund lernen, eure Hand auf ein bestimmtes Kommando hin mit der Nase zu berühren und später die Nase dort auch zu belassen, bis ihr das Kommando aufhebt. Im Folgenden möchten wir euch zeigen, wie dies funktioniert. Zunächst wird die Hand vor die Nase des Hundes gehalten. Die meisten Hunde werden sofort daran schnüffeln, weil es ja sein könnte, dass es etwas Leckeres in der Hand zu finden gibt. Just in diesem Moment folgt Klick und Belohnung. Es ist sinnvoll, nicht mit der Hand zu füttern, die man dem Hund auch vor die Nase hält, weil der Hund sonst irritiert werden könnte. Klappt der erste Schritt schon gut, das heißt, sobald ihr die Hand wieder hinhaltet, versucht euer Hund sofort, diese mit der Nase zu berühren und auf das Klickgeräusch zu warten, könnt ihr schon damit beginnen, die Hand immer ein Stückchen weiter wegzuhalten, sodass der Hund eine kleine Strecke zurücklegen muss, um die Hand mit der Nase zu berühren. Im nächsten Schritt könnt ihr damit beginnen, den Hund die Hand verfolgen zu lassen. Oder ihr versucht, den Hund einen kleinen Sprung machen zu lassen. Hier muss Lego allerdings noch überlegen, was ich eigentlich von ihr wollte. Daraufhin habe ich die Hand wieder ein Stückchen nach unten genommen und schon klappt es wieder. Die verschiedenen Handpositionen können von nun an variiert werden. Da Lego schon Klicker erfahren ist und sie verstanden hat, was ich von ihr will, ist es in diesem Schritt tatsächlich nicht schlimm, wenn ich auch aus der Hand fütter, die sie vorher berühren musste, weil Lego sich dadurch nicht mehr irritieren lässt. Bei einem Anfängerhund sollte man diesen Schritt allerdings nicht machen. Wie auch bei allen anderen Übungen muss für dieses Verhalten ein Kommando eingeführt werden. Beim Einführen eines Kommandos gibt man das Kommando immer kurz bevor der Hund anfängt, die gewünschte Verhaltensweise zu zeigen. Auch beim Einführen des Kommandos werden unterschiedliche Handpositionen und Bewegungen mit eingebracht. Hat der Hund auch diesen Schritt verstanden, könnt ihr zum nächsten Schritt übergehen. Hier muss der Hund lernen, die Hand etwas länger zu berühren, bevor der Klick kommt. Lego bekommt das Klick immer nur dann, wenn sie die Nase ruhig an meiner Hand hält, nicht etwa, wenn sie sie anstupst. Zeitweise kann man hier sehr schön sehen, dass Lego ein bisschen irritiert ist. Sie schaut mich fragend an, warum sie nicht für das Berühren der Hand einen Klick bekommen hat. Sie lässt sich aber nicht beirren, weil sie ein klickererfahrener Hund ist und versucht sofort weiter, andere Verhaltensweisen anzubieten, um wieder an das gewünschte Klick zu kommen. Auch verschiedene Körperstellungen müssen bei der Übung berücksichtigt werden. Hier bietet mir Lego erstmal das Rankommen bei Fuß an und ist ein wenig irritiert, dass ich jetzt auch noch von ihr möchte, dass sie die Hand berührt. Aber auch hier meistert sie die Übung mit Bravour. Das, was Lego hier in knapp 4 Minuten gezeigt hat, ist natürlich der Aufbau von mehreren Tagen. Es ist wichtig, in kleinen Trainingseinheiten über den Tag verteilt zu üben, sodass der Hund genug Zeit dazwischen hat, das Gelernte auch abzuspeichern. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, dass wir euch wieder Anregungen geben konnten, was man mit Hund und Klicker erarbeiten kann. Weitere Videos zum Thema Klickertraining und Hundeerziehung findet ihr auf unserer Homepage unter www.hundezentrum-meschede.de. Solltet ihr weitere Fragen haben, dürft ihr auch gerne die Kontaktdaten auf der Homepage benutzen.